Willington und Furthermore und die Kerze im Fenster. London im Herbst, 1880. Die schwarz glänzende Kutsche der stolzen University of London hatte in der Pond Lane genau vor dem Haus der Nummer 37 des verschwundenen Apothekers James Whitfield gehalten. Dessen Schwester, Mrs. Whitfield, die allseits bekannte Bridge-Meisterin, hatte die Detektive George Willington und Remus Furthermore auf den Fall angesetzt, nachdem sie einen Brief, augenscheinlich von James Whitfield geschrieben, erhalten hatte, in dem er behauptete, im Krankenhaus zu verweilen. Jedoch war, nach Aussage des Nachtwächters in eben jenem, kein Whitfield zugegen. Schon das Zimmer vom Bruder der Mrs. Whitfield ließ nichts Gutes ahnen. Der sonst so ordentliche Bekannte der Willington und Furthermore hatte ein Chaos hinterlassen, tote Tiere furchtbar zugerichtet und umgekippte Regale. In all dem Durcheinander fanden sie eine Kerze mit einer mysteriösen Nachricht. Du weißt, dass du immer auf uns hoffen kannst. Stelle die Kerze in dein Fenster, wenn du Hilfe brauchst. Die Spur führte die beiden Detektive in das von Dr. Ronald John geführte Sanatorium, wo sie in dem schweren Patientenbuch fündig wurden. Hier war der Apotheker in der seltsamen Rubrik »Besonderer Pflegefall« aufgeführt. Doch nun sollte, um endlich Antworten auf die vielen Fragen zu bekommen, erst einmal die Kerze entzündet werden, und zwar in dem Fenster in der Pond Lane Nummer 37. Zuerst war nichts geschehen und unsere beiden Helden warteten vergebens. Enttäuscht hatten sie das Haus verlassen. Dann war ihnen die Kutsche aufgefallen, die aus der Lower Clapton Road kommend um die Ecke gebogen war. Die schwarz glänzende Kutsche mit den goldenen Verzierungen. Willington und Furthermore halten ihren Atem an. Für kurze Zeit ist nur das Schnauben der beiden Pferde und das leise Knarren der Kutsche zu hören. War es wirklich möglich, dass dieser Mann sie in ihr Versteck hatte laufen sehen? Der windschiefe Lattenzaun, hinter dem sie sitzen, ist ein zugegebenermaßen denkbar schlechtes Versteck. Doch in der Eile hatte Furthermore kein besseres sehen können. Fieberhaft geht er alle Möglichkeiten durch. Dann schaut er nochmal durch den Spalt im Holz auf die Straße. Dort steht eine hochgewachsene Gestalt mit kerzengerader Haltung. Über die Schultern hat er einen langen, dunklen Mantel geworfen, dessen reiche Verzierungen im unsteten Licht aus der Kutsche immer wieder aufleuchten. Wie üblich trägt er einen hohen Zylinder und schwarze, glänzende Schuhe. Sein Blick ist auf den Lattenzaun gerichtet. War dies Dr. John? Waren sie gerade in größter Gefahr oder standen sie kurz davor, alle Antworten zu bekommen, nach denen sie suchten? Kurz schüttelt er den Kopf, dann aber fasst er einen Entschluss. Und Furthermore tritt aus dem Halbschatten hinter dem Lattenzaun hervor. Wenn es euch beliebt, könnte ich euch eine kurze Fahrt in meiner Kutsche anbieten. Im Notfall bringe ich euch auch wieder zu eurer Heimatadresse. George, ich glaube, der redet mit uns. Was sind Sie? Ja, mein guter Sir, ich kann Ihnen sagen, momentan liegt mir sehr daran gelegen, eine Kutsche nach Hause zu bekommen. Entschuldigt, ich habe mich wohl doch geirrt. Haben Sie zwei zufällig zwei ältere Herren gesehen, schickere Kleidung, die eben diese Tür verlassen haben? Ich habe zwei ältere Herren gesehen und schicke Kleidung waren sie auch. Gut sahen sie auch aus, ungewitzt. Waren sie? Ja, sehr gewitzt sahen sie aus. Die Gewitzten, mein Herrn, sind wir. Wir sind auch aus dieser Tür gerade rausgekommen. Aus genau dieser Tür da. Ja, du sagst ihm, George, du sagst ihm. Dieses Angebot, was ich unterbreiten wollte mit dem Gespräch, ist ein freundliches Angebot. Wenn es nicht gewünscht ist, kann ich direkt wieder fahren. Aber dann werf den Rest von der Kerze bitte weg. Jetzt sag mir doch erst mal, wer Sie überhaupt sind. Mein Name ist Dr. John und die Kerze, die ihr in das Fenster gestellt hattet, ist ein Geschenk von mir an Mr. Whitfield gewesen. Dr. John! Dr. John! Passen Sie mal auf! Kommen Sie mal her! Dr. John. Woher kenne ich Sie? Bitte lassen Sie mich unterbrechen.
Ich weiß nicht, warum Sie sich dazu entschieden haben, diesen Aufzug anzuziehen. Und ich weiß nicht, warum Sie sich dazu entschieden haben, sich derart zu betrinken. Ich würde Ihnen anbieten, am morgigen Tag um die Mittagsstunde herum, kommen Sie im Sanatorium vorbei und wir können gemeinsam in meinem Büro über die ganze Sache reden, wenn Sie sich ausgenüchtert haben. Meine Zeit ist zu schade, um sie mit Betrunkenen auf der Straße zu verbringen. Einen schönen Abend noch. Wer uns das wohl abgekauft hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest war er aufgebracht. Also wird er wohl tatsächlich gedacht haben, dass wir betrunken sind. Aber ich glaube, er weiß trotzdem, wer wir sind. Nun, ich denke, da dürftest du wahrscheinlich recht haben. Immerhin hat er uns ja gerade eingeladen in sein Büro. Sollen wir da jetzt morgen hingehen oder doch lieber jetzt heute Abend? Na, das ist die Frage. Ich denke, wenn wir noch etwas herausfinden wollen, was er uns unter Umständen verheimlichen möchte, dann sollten wir uns schon vorher einmal im Sanatorium umsehen. Damit hast du natürlich recht. Bedeutet für uns natürlich, wir müssen jetzt ins Sanatorium. Ja, ich denke, das wird das Sinnvollste sein. Gut, wie spät ist es eigentlich? Ja, wir haben jetzt kurz nach 11. Na dann, auf. Wir müssen nur aufpassen, dass die beiden Halunken von vorhin uns nicht nochmal in die Arme laufen. Wenn sie nicht mittlerweile so besoffen sind, wie wir gerade eben getan haben. Ja, stimmt. Aber trotzdem sollten wir wohl lieber etwas vorsichtig sein, nicht wahr? Und wieder zu Fuß. Na gut, dann los. Auf dem Rückweg begegnen die beiden den merkwürdigen Verfolgern vom Hinweg nicht mehr. Nun endlich, der Zeiger der Uhr zeigt, dass es soeben Geisterstunde geschlagen hat, stehen Willington und Furthermore in der Nähe des Sanatoriums in der Stratford Street und schauen sich vorsichtig um. Doch können sie keine Menschen sehen und vor allem keine Kutschen. Willington? Ja? Aber hatte dieser merkwürdige Bursche nicht davon geredet, dass es irgendwo einen... Diese zwielichtige Gestalt? Ja, dass es hier irgendwo einen Eingang geben sollte zum Keller? Ja, er hatte doch erzählt, dass jemand hineingetragen wurde durch den Kellereingang. Und war es nicht so, dass er auch sagte, dass vor einer Woche die Person in den Keller gebracht wurde? Nun, das könnte natürlich sein, dass das James Whitfield war. Wir sollten auf jeden Fall mit dem Suchen im Keller anfangen. Ja, das klingt doch einleuchtend. Hör bloß, wo ist diese Kellertür? Es müsste da vorne die Tür sein, bei dem schmiedeeisernen Geländer, denke ich. Also, deine Augen sind immer wieder bewundernswert. Für mich ist es viel zu dunkel. Ah, da, ich sehe es. Na, dann wollen wir mal schnell über die Gasse rüber. Okay. Ja, stimmt, da geht so eine Treppe runter. Deine Augen sind wirklich, wirklich gut. Ja, das müsste es sein. Das ist das 1, 2, 3. Haus. Wenn es nicht dieses, dann wüsste ich auch nicht. Okay, dann komm mal her. Noch einmal gucken. Niemand ist zu sehen. Dann... Oh, kannst du mir mit den Streichhölzern vielleicht ganz kurz leuchten? Ja, eine Sekunde. Warte mal. Oh, die geht aber schwer. Oha. Nee, ja. Mit dran. Oh. Okay. Oh, da kommt jemand schnell rein. Los. Vorsichtig, ja. Dann los. Okay. Verflucht ist das Dunkel hier drin. Ich mach noch einmal ein Streichholz an. Eine Sekunde. Da ist eine Lampe an der Wand, genau neben dir. Kannst du sie mir mal rübergeben? Bitteschön. Vor ihnen liegt ein kurzer Gang mit jeweils 2 schweren metallenen Türen auf der rechten und der linken Seite. Sie sind von außen mit großen Riegeln versperrt und haben, etwa auf Augenhöhe, Sehschlitze. Die tief hängende, gewölbte Decke aus massivem Stein lässt Willington unwillkürlich den Kopf einziehen, obwohl, wenn auch nur gerade so, er aufrecht stehen kann. In der Luft liegt eine schwere Feuchtigkeit, die sich in dem alten Mauerwerk festgesetzt hat. Also falls irgendwas hinter diesen Türen ist, dann soll es auf jeden Fall nicht rauskommen. Die sehen auch mal eine ganze Ecke stabiler aus als die zum Keller rein. Das werden dann wohl die besonderen Fälle sein. Da bin ich ja gespannt, was wir daran sehen. Guck mal, es gibt Sehschlitze. Lasst uns doch mal durchgucken. Das können wir sehr gern machen. Schade, dass wir nur ein Licht haben, so muss ich leider leuchten. Du kannst jetzt aufmachen. Natürlich, Mr. Furthermore. Dann lass euch einmal... Oh, ui. Ganz schön schwerfällig. Haltet doch mal die Lampe etwas höher, ich sehe ja gar nichts. Entschuldigung, ich stehe halt nicht ganz so nah dran. Ja. Nur weil ihr im Weg steht, natürlich. Ja, so, nein, wieder zurück.
Ja, stopp! Eigentlich nur eine kleine Zelle. In der Ecke steht eine Pritsche. Aber diese scheint leer zu sein. Auf zur nächsten. Keine Zeit verlieren. Hier scheint auch nichts drin zu sein. Ist auch komplett leer. Vielleicht müssen wir tatsächlich hochgehen. Ich meine, vielleicht sind sie ja auf dem Dachboden. Ja, jetzt bleiben doch nur noch zwei Türen. Mein Arm wird langsam ein bisschen schlapp. Okay. Ja, ich beeile mich ja schon. Und? Ich glaube, halt die Lampe doch ein bisschen höher. Jetzt mach's nicht so spannend. Oh Gott, da liegt jemand auf dem Boden. Ist das Mr. Whitfield? Geh mal zur Seite. Mr. Whitfield. Oh, ja, das ist er definitiv. Ich erkenne ihn. Ja, dann los, mach die Tür auf. Ja, warte mal, wir können nicht so laut sein. Ach, ja. Na gut, wir müssen jetzt den Riegel hoch. Warte mal, ich stell mal ganz kurz die Lampe. So, den Riegel hoch. Ja, auf drei. Los, eins, zwei, drei. Oha, das sollte auf jeden Fall nicht aufgemacht werden. Lampe wieder. Und ja, ich mach die Tür auf. Ja, los. Oh Gott, ich glaube, ihr müsst mir noch mal helfen. Ja. Okay. Mr. Whitfield. Mr. Whitfield. Durch ein vergittertes Loch, das nicht größer ist als ein Kopf, fällt schwaches Mondlicht auf den kalten steinernen Boden in der kleinen Zelle. Auf der rechten Seite steht eine hölzerne Bank, dahinter in die Ecke gedrängt ein Topf. Mitten im Raum, zusammengekrümmt und in Lumpen gehüllt, liegt James Whitfield. Seine blasse, fahle Hand fängt an zu zucken. Er kommt zu sich, Mr. Whitfield. Mr. Whitfield, wir sollten ihm irgendwie Wasser geben. Ja. Aber, warte, ich sehe keins. George. Ja, genau, Mr. Furthermore ist auch da. George. Was? Jetzt kommt, ich helfe euch nein, auf. Nein, warum nicht? Du darfst nicht, nein. Nein, ihr dürft nicht hier sein. Natürlich dürfen wir nicht hier sein. Wir sind eingebrochen. Wir holen euch raus. Nein. Ja, komm, wir nehmen euch mit. Ihr müsst. Ihr flieht. Ihr müsst laufen. Und die Tür zu. Nein. Linken. Was passiert hier? Mein Gott, seht ihr? Raus hier! Furthermore, seid ihr okay? Ja, ich so. Erst die Tür rauf, Mr. Furthermore. Ich helfe euch. Schnell, in die Zelle erstmal. Verflucht, was war das? Ja, kommt rein. Ja, legt euch da hin. Oh, verflucht. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich brauche einen Verband. Ja, ein. Verflucht, ich habe hier nichts. Ja, Moment, ich nehme. Braucht ihr das Hemd noch? Ach, egal, hier. Ah, Moment, ich muss es zerreißen, ja. So, verflucht, ja, halt es still. Stillhalten. So, jetzt Zähne zusammenbeißen. Ja. So, eine Sekunde noch. Das. Ja. So ist gut. Ich bin kurz ohnmächtig geworden. Die größte Blutung sollte gestillt sein. Verflucht, ich kann ihn immer noch hören, wie er oben gegen die Tür boxt. Ja, ich auch. Wir sollten versuchen, durch die Hintertür rauszukommen. Wir können ihn doch nicht einfach so oben rumwüten lassen. Oh, wenn du gegen ihn kämpfen willst, dann nach dir. Ach, verflucht, ja. Oh, ist das Splitterngard. Ich glaub, das hat die Tür. Verflucht, er ist durchgebrochen. Wir müssen hinterher, Mr. Furthermore. Gut, aber nur, weil du die verdammte Kellertür eh nicht alleine aufbekommst. Könntest du mir mal helfen? Ja. So, jetzt los, rauf. Ja, ich stütze euch. Los. Die Tür ist komplett auseinandergerissen. Wo sollen wir jetzt lang? Den Hinterausgang können wir auf jeden Fall nicht nehmen. Wir müssen vorne raus. Folgt mir, los! Oh, ja, ich versuch's. Okay. Jetzt sei doch leise. Mit Hilfe von Willington humpelt Furthermore den Gang entlang. Hinter ihnen drischt die Monstrosität auf die Tür ein. Dann wird es auf einmal still. Mit einem tiefen Grollen dreht sich das, was vor kurzem noch Whitfield war, um. Die 2 Meter hohe Gestalt duckt sich ein wenig und setzt zu einem gewaltigen Sprung an. Seine über und über mit Muskeln und Wucherungen übersäten Arme bohren sich in den hölzernen Boden. Das aufgedunsene Gesicht mit dem breiten, offenen Maul und den messerscharfen Zähnen starrt ausdruckslos die beiden Detektive an. Nur in den Augen
flackert purer Hass. Auf einmal explodiert die Vordertür und in einer Wolke aus Holzsplittern und Staub erscheint eine hochgewachsene Gestalt. Worlington sieht, wie sie ein Gewehr anlegt. Köpfe runter, schnell! Furthermore! Könnt ihr vielleicht von mir runtergehen? Ja, Verzeihung, natürlich. Mr. John, ich glaube, wir brauchen einen Arzt. Ja, glücklicherweise heißt er ja Dr. John. Ich werde meine Angestellten sich das gleich einmal anschauen lassen. Es war sehr fahrlässig von euch, hier heute Abend einzubrechen. Ich habe euch... Ganz ehrlich, halt deine Fresse! Nun gut. Verdammte Scheiße! Da vorne ist eine Scheißbank. Ja, Moment, ich stütze euch. Sitzen. Das ist eine verfluchte Hölle. Mr. John, was war das bitte? Das war euer Freund, den ihr aus der Sedierung erweckt habt. Das soll unser Freund gewesen sein, natürlich. John, was haben Sie bitte mit ihm angestellt? Wir haben im Gegensatz zu euch versucht, ihm zu helfen. Ich würde es vorziehen, wenn ihr zwei erst einmal herunterkommt, wir uns um die Wunden von euch beiden kümmern können und das hier alles aufklären können. Ihm zu helfen, indem sie ihn einsperren und mit was weiß ich für Substanzen... Es ist eine spannende Unterhaltung. Ich glaube, mein Blut läuft vor mir weg. Mr. John, jetzt rufen Sie doch endlich einen Ihrer Angestellten. Sehen Sie denn nicht, dass er am Verbluten ist? Ich werde alles veranlassen. Ich glaube... Furthermore, hört ihr mich? Was? Was? Oh, ruhig, keine schnelle Bewegung. Vorsicht. Pass auf den Verband auf. Was? Verband? Sind die Schmerzen zu ertragen? Wo bin ich denn überhaupt? Und was ist los? Wir sind im Sanatorium. Im Sanatorium? Worlington, ich hatte einen sehr merkwürdigen Traum. Ich wurde von dem verwandelten James Whitfield angegriffen. Und er war 2 Meter groß und hatte rasiermesserscharfe Zähne. Ich fürchte, das war kein Traum, Mr. Furthermore. Was? Wir sind immer noch im Sanatorium. Und jetzt warten wir auf Mr. John. Er sagt, er würde gleich kommen. Und... will uns wohl einiges erklären. Wirklich kein Traum, das Ganze? Bedauerlicherweise nicht, nein. Okay. Sie haben den Körper des armen Mr. Whitfield schon, in einen provisorischen Sarg verpackt. Das ist ja unglaublich. Und auch interessant, denn ich sehe leicht Sterne vor meinen Augen. Sicher, dass ihr euch nicht wieder hinlegen wollt. Ach, liegen, schnegen. Der Kreislauf kommt ja nur richtig in Schwung. Wenn der Rest des Körpers in Schwung kommt. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht solltet ihr ein bisschen weniger reden. Habt ihr Biologie studiert oder ich? Tatsächlich wir beide. Ja, aber ihr habt irgendwas mit grünem Zeug studiert. Pflanzen oder irgendwie sowas. Ach, naja. Pflanzen und Menschen unterscheiden sich jetzt nicht so sehr voneinander, wie man vielleicht denkt. Das halte ich für ein etwas merkwürdiges Gerücht. Sagtest du nicht, dieser Dr. John sollte bald kommen? Wann kommt er denn nun? Das ist eine gute Frage. Ich warte jetzt auch schon seit... ihr wart bestimmt eine halbe Stunde weg. Was? Wie lange war ich weg? Eine halbe Stunde wart ihr bewusstlos. Schritte kommen den Gang entlang und ein Mann tritt in den Raum. Furthermore erkennt ihn sofort. Dr. John steht vor ihnen und lächelt in die Runde. Mr. Worlington. Hat der gute Furthermore inzwischen sein Bewusstsein wiedererlangt? Der gute Furthermore ist wieder bei Bewusstsein. Und der gute Furthermore muss sich wohl wieder hinlegen. Dann können wir endlich miteinander unser längst überfälliges Gespräch führen. Ja, das denke ich allerdings auch, Mr. John. Wir wollen Antworten. Und die sollen Sie bekommen. In der Vergangenheit hat es sich allerdings gezeigt, dass es besser ist, wenn Fragen gestellt werden, als dass ich darauf losreferiere. Also bitte, stellen Sie Ihre Fragen. Na gut. Was habt ihr mit Mr. Whitfield angestellt? Nun, zuallererst habe ich heute Abend eine wild gewordene Kreatur erschossen. Die Gestalt, die dadurch ihr abruptes Ende gefunden hat, war James Whitfield und gleichzeitig auch wieder nicht. Was soll denn das bedeuten? Fassen Sie sich klarer. Es war nicht mehr der James Whitfield, den ihr gekannt habt. Er hat sich verändert, verwandelt. Ist Ihnen das Konzept der Mutation bekannt?
Nein, was soll das sein? Es basiert auf den Schriften von Georg Mendel. Der sollte gerade Sie interessieren, mein guter Dr. Willington. Wie ich hörte, sind Sie den Pflanzen sehr zugewandt. Sie haben also gehört. Sie überwachen uns doch oder etwa nicht? Das heißt, diese Halunken, die uns heute verfolgt haben, die kommen... Ja, wir behalten Personen von Interesse im Auge. Und durch ihre Recherchen bezüglich des Verschwindens unseres gemeinsamen Freundes hat sich gezeigt, dass sie beide von Interesse sind. Naja, von Interesse schon verstanden. Aber wie auch immer. Mendel sagt mir auf jeden Fall was. Fahrt fort. Mendel geht davon aus, aber nein, das führt zu weit. Nur so viel. Dank den auf Mendels Erkenntnissen basierenden Schriften von Hugo de Vries gehen wir davon aus, dass es möglich ist, dass sich das Erbgut eines Lebewesens spontan und dauerhaft drastisch verändern kann. Das ist doch Unsinn. Es ist doch schon längst erwiesen, dass das Erbgut vollständig von den Eltern auf die Kinder übertragen wird. Lamarck hat eine Theorie aufgestellt, die nach meiner Auffassung längst widerlegt wurde. Doch das soll nun wirklich nicht Gegenstand dieser Unterhaltung werden. Es scheint möglich zu sein, dass diese spontanen Veränderungen des Erbmaterials auch künstlich herbeigeführt werden können. Und genau das ist dem armen Whitfield widerfahren. In Ordnung. Das scheint soweit nachvollziehbar. Das bedeutet also, dass dieser Dr. Black aus der Zeitungsannonce auch für Sie arbeitet? Oh nein, definitiv nicht. Das genaue Gegenteil. Viel wissen wir noch nicht über ihn, nur dass er ein essentieller Bestandteil einer gefährlichen Organisation ist. So viel kann ich aber sagen. Dr. Daniel Black scheint ein großes Interesse daran zu haben, an lebenden Menschen zu forschen. Ob es ihm dabei um Wissenschaft, Geld oder nur um Macht geht, wissen wir allerdings nicht. Wobei wir auch nicht umhin kamen zu bemerken, dass diesen nicht davor zurückschreckt, Leid zu verursachen. So penetrant in der Tat, dass wir befürchten, dass das möglicherweise eines ihrer Ziele ist, die Menschheit ins Chaos zu stürzen. Ich bin Teil einer Gruppe, die versucht, diese verwandelten Menschen aufzuspüren, bevor sie für sich oder andere zur Gefahr werden und ihnen nach Möglichkeit zu helfen. Aber warum wurde dann dieser Dr. Black nicht schon längst dingfest gemacht? Wir wissen nicht, wie er aussieht oder wo er wohnt. Wir wissen nicht mal, ob Dr. Black überhaupt wirklich existiert. Vielleicht ist es auch nur ein Deckname, ein Alias für eine Gruppe, die ein legitim wirkendes Aushängeschild braucht. Aber vor allem weiß die Metropolitan Police nicht Bescheid. Und so soll es bleiben. Die Panik, wenn herauskäme, dass die Hälfte aller Fabelwesen aus längst vergangenen Mythen und Geschichten real sind, wäre unabsehbar. Fabelwesen? Ja, nun zum schwierigen Teil. Ach, machen wir es kurz und schmerzlos. Magie existiert, Vampire sind real und erst vor kurzem hat eine Hexe in der Bibliothek der Universität einen Dämon beschworen. Meine Herren, wir können wirklich jede Hilfe gut gebrauchen. Was? Ehrlich, halt deine Fresse! Nun gut.